Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute ist ein sehr aufregender Tag hier bei uns. Heute steht etwas ganz, ganz Großes an. Ich wollte dich daher heute so ein bisschen über den Tag hinweg mitnehmen. Es wird also kein normaler Mama-Alltag heute, sondern ja, so ein Mischmasch. Denn die erste Station, die ich jetzt vor mir habe, ist meine Friseurin. Im letzten Vlog hast du ja schon meine neue Haarpracht gesehen. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera überhaupt so gut erkennen kann. Ich fand das jetzt im letzten Vlog zum Beispiel gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wie es in echt für mich jetzt zumindest ist. Ich wollte ja den Ansatz wieder nachgefärbt haben und das hat nicht so gut geklappt. Also ich wollte es wieder nachblondiert haben, damit es einfach so einen schönen Übergang hat. Und es wurde sehr fleckig, also es wurde hier sehr rot. Ich habe auch auf Insta-Stories dir gleich meine ganze Leidensgeschichte erzählt und habe da ja ganz, ganz viel lieben Feedback bekommen durch die Community, dass es nicht so schlimm aussieht. Aber viele haben auch gesagt, Nancy, trau dich, sag es deiner Friseurin, dass du unzufrieden bist und dann wird sie dir das schon wieder richten. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich hatte sie dann direkt angerufen und gesagt, irgendwie bin ich nicht zufrieden, weil es so komisch rot geworden ist. Ich weiß, dass ich so einen Rotstich habe. Das ist immer so ganz schwierig, wenn man von ganz dunkel, und ich bin ja eigentlich auch schwarz, blondiert werden möchte. Da gibt es bei mir zumindest immer so einen Rotstich drin, aber den hat sie bisher immer. Ja, weiß ich nicht, wie sie das geschafft hat, aber bisher war das immer nicht so. Nur dieses Mal. Deswegen hatte ich sie angerufen und sie, ja, war da total verständnisvoll und hat dann auch wirklich gesagt, gut, dann machen wir einen Termin, dass sie das dann nochmal verbessern kann. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie sie das heute machen möchte, ob sie nur nochmal abmattiert oder ob sie wirklich komplett nochmal nachblondiert. Wichtig wäre mir nur, dass es heute nach dem Friseurtermin wirklich gut aussieht, weil heute eben noch etwas ganz, ganz Besonderes ansteht, was wir nicht alle Tage haben. Und zwar werden wir heute einen neuen Kanaltrailer drehen. Oh, mich schon so sehr drauf. Es war auch gar nicht einfach. Ich habe nämlich ganz schön lange gesucht nach jemandem, der das machen kann. Ach, guck mal, hier steht nur mein Fußstück. Guck mal, was ich mir gemacht habe. Ich habe mir einmal Haferbrei gemacht, Porridge und dieses Grießbrei. Das hatte ich dir gezeigt in einem der letzten Vlogs, was ich gekauft habe. Und dieser Grießbrei ist auf jeden Fall richtig lecker. Also, ich könnte den auch so essen. Ich habe den jetzt mal kombiniert mit Porridge. Aber das siehst du, ne? Ich hatte wirklich nur so eine kleine Portion gemacht, aber es ist so sättigend, dieses Porridge, dass ich das gar nicht geschafft habe von der Portion her. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich dir erzählen? Ach so, der Jonas wird heute unseren Kanaltrailer drehen. Das war so ein Zufall wieder gewesen, dass ich ihn irgendwie gefunden habe. Ist auch tatsächlich Teil der Community, nicht ganz, er ist der Mann von Teil der Community. Das ist aber so süß. Ich weiß nicht, dann muss ich immer nicht so viel erklären, weil wie erkläre ich jemandem, dass ich gerne einen Kanaltrailer haben möchte? Das ist gar nicht so einfach. Aber er wusste dann gleich, was ich vorhabe und ja, freut sich auch sehr auf dieses Projekt. Wir werden uns heute also treffen und dann, ja, werden wir zusammen das drehen. Mit der ganzen Familie natürlich. Wer ist auch das letzte Mal? Cookie hat gerade ihre 5 Minuten. Also unser letzter Kanaltrailer oder überhaupt unser erster. Der ist ja schon so lange her, das war, da war die Elisa noch Baby. Sie war ja noch im Kinderwagen und eigentlich waren die Kinder ja auch noch komplett zensiert. Das heißt, dieses Mal, ja, kann man so ein bisschen auch anders filmen. Also das wird dann, glaube ich, ein bisschen schöner. Also ich freue mich riesig darauf und wenn alles gut läuft, dann kannst du den Kanaltrailer dann schon als nächstes sehen, jetzt am Sonntag. Drück die Daumen, dass das alles klappt. Das Wetter muss gut sein, wir brauchen Sonne und ja, einfach gute Laune beim Drehen. Ich wollte jetzt noch so ein kurzes Vorher-Nachher machen. Ich habe mich übrigens nicht geschminkt. Siehst du das? Also meine Haut, ich habe jetzt keine Grundierung, nichts drauf. Ich habe eigentlich nur die Augenbrauen nachgezogen, meine Wimpern drauf gemacht. Das war's, weil ich bin gleich eh erstmal wieder stundenlang wahrscheinlich, wenn sie wirklich blondieren möchte, unter dieser Maske und dann schwitze ich hier immer so. Das ist immer so eklig, deswegen bin ich jetzt nackig im Gesicht. Also, falls du es sehen kannst, ich weiß es nicht, schreib mir mal gerne, ob es jetzt rot ist oder nicht. Aber ich finde auch hier diese Strähnen hier vorne, ne? Also irgendwie sind die so schön blond geworden. Hier die beiden, aber dahinter ist, ja, das ist so komisch. Rot. Naja, wir werden sehen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich nehme dich jetzt mit zum Friseur und dann schauen wir, was heute noch so Schönes passiert. Wir sind jetzt gerade angekommen am
Wald. Wir wollen ja hier drehen. Wir müssen noch kurz warten. Der Jonas verschwittet sich so ein bisschen, er steht im Stau. Wir sind schon da. Wir haben ab und zu Sonne und dann haben wir wieder ab und zu Wolken. Also eigentlich brauchen wir wirklich Sonnenschein, deshalb hoffe ich. Oh, wir müssen ja mal weg. Da kommt ein Auto. Komm mal hier weg. Komm mal hier weg. Elisa, komm mal da weg. Elisa hat es auch gemacht. Komm mal her, Elisa. Komm mal hierher. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Das ist ganz normaler Betrieb. Also es ist eigentlich so ein Waldstück, wo man schön mit dem Hund zum Beispiel spazieren gehen kann. Ach so, ich wollte dir noch zeigen, habe ich noch gar nicht gezeigt, meine Haare. Ja, so sehen sie jetzt aus. Also meine Friseurin hat wieder gezaubert. Ich bin so zufrieden jetzt. Der Rotstich ist komplett raus. Sie hat abmattiert und trotzdem auch nochmal blondiert. Das heißt, ja, nach ein paar Haarwäschen werde ich noch heller sein als jetzt, weil dann wird die Abmattierung oder die, wie nennt man das denn? Doch, Abmattierung, ne? Dann wird die weg sein. Und jetzt sehe ich endlich wieder hübsch aus. Mami ist nicht mehr rot, oder? Dafür wird ich rot werden. Ja, Justus braucht eine Stilberatung. Stilberatung. Hallo, Elisa. Justus kann sich nicht entscheiden, was er anziehen soll. Doch, 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 doch. Ich kann mich entscheiden. Ich hätte gesagt, hier blaues Hemd und die Hose dazu. Justus hat wieder Opa-Hose mit dabei. Das stimmt auch gar nicht. Das ist eine ganz normale Stoffhose. Und er hat wieder so ein Hemdchen dabei. Ich wusste schon, dass Nancy das nicht will. Deshalb habe ich natürlich jetzt eine dunkelblaue Jeans angezogen und werde jetzt gleich hier diesen wunderschönen weißen Pullover. Nicht, kann ich nichts falsch mitmachen. Was hast du jetzt, ein Kissen da? Ja, ich bin doch. Ich muss jetzt doch. Achso. Ich dachte, das wäre für mich. Was? Ich dachte, wir legen uns im Wald und pennen. Wir legen uns. Nein, wir. Es gibt ja eine kleine Geschichte, die wir erzählen werden hier im Wald. Ja, der Kanalschüler handelt halt so davon und da brauchen wir eigentlich kein Kissen. Aber süß. Ja, ich war ja die ganze Zeit beim Friseur. Das hat viel länger gedauert als gedacht. Und deswegen hat Justus zu Hause schon alles vorbereitet. Total süß. Dass ich das um Schöne alles ist, das vorzubereiten, was ich nicht genau weiß, was ich vorbereiten soll. Ja, ich habe ja eigentlich alle Klamotten rausgelegt für die Mädels. Ja, ich wusste ja nicht, dass du die, dass das, was da liegt, dass das rausgelegt ist. Ich dachte, das wäre. Naja. Wann geht es los? Wann geht es los? Elisa kann es nicht mehr erwarten. Oh, ich freue mich so drauf, wenn ich dir das Fertige zeigen kann, den fertigen Kanaltrailer. Am Sonntag, wenn wir es schaffen dann. Oh, ich freue mich so. Was ist, machst du dich etwa auf? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ne? Ja, ja, okay. Gleich geht's los, mein Schatz. Schon so ein tolles Ding, das zusammen zu drehen. Ich bin total fertig mit der Welt. Oh, das war so anstrengend irgendwie. Aber auch sehr gut und professionell, ne? Ja, der Jonas hat das ganz, ganz toll gemacht. Hier nochmal ganz liebe Grüße an Jonas. Auch total nett, einfach auch wieder, ne? So sympathisch, so typisch. Aus der Community einfach. Sind immer alle so lieb und so nett. Ja, jetzt essen wir zu Abend, beziehungsweise die Kinder haben schon gegessen. Die Kinder haben jetzt einfach nur Fastfood bekommen, weil wir waren jetzt so spät. Ich glaube, um 19 Uhr waren wir jetzt erst zu Hause. Es hat so lange gedauert und ich bin auch so durchgefroren. Es war zum Schluss so kalt gewesen. Ich esse was anderes. Und zwar esse ich ein altes Familienrezept. Das wollte ich hier noch einmal zeigen. Es ist schon so ein bisschen gegessen. Also es sieht jetzt nicht mehr so perfekt aus, aber ich zeige es dir einmal. Und zwar ist das vor allen Dingen dieser Lachs hier. Der schmeckt so gut. Von den Gewürzen her ist da noch Sternanis mit drin und Ingwer. Also so ja, typisch asiatisch. Sojasauce, aber ich weiß nicht. Es passt einfach so perfekt zu Lachs. Dann habe ich hier noch Reis. Gemüse, einfach nur wirklich sehr, sehr lecker. Vielleicht kann ich dir das Rezept einmal zeigen, aber eigentlich ist es ja ein altes Familiengeheimnis. Nein, ich habe ja heute auch nichts gegessen. Also zum Frühstück hatte ich dir das ja gezeigt, da habe ich ja auch nicht viel gegessen. Und dann zum Mittag hatte ich keine Zeit, weil es dann so lange gedauert hat. Beim Friseur habe ich nur noch schnell beim Bäcker so ein Brötchen geholt, so ein belegtes. Ja, und das ist jetzt quasi so meine Hauptmahlzeit. Ich freue mich so sehr darüber. Ich brauche auch was Warmes. Mein Mann gerade Tee gemacht, aber er hat es so voll gemacht, dass ich da keine Milch mehr reinmachen kann. Ja, hättest du mir gesagt, dass ich dann noch Platz lassen soll, hätte ich das ja gemacht. Ich habe auch gesagt, ich werde mich gleich einmal in die Badewanne legen. Also heute bin ich komplett durch. Heute wird nur noch gammelig. Ein richtig gammeliger Abend wird es heute. Ich bin aber sehr, sehr gespannt auf den Kanaltrailer, wie es aussieht. Herr Jonas wollte mir heute noch die Musik zu schicken, die er benutzen wird, wahrscheinlich, vielleicht. Dann kann ich mir das aussuchen. Er hat zwei verschiedene Musik, die er ganz schön findet. Ich bin da ja immer so ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ich habe da immer
eine ganz besondere Vorstellung. Aber er ist sehr zuversichtlich. Also er hat gesagt, auch seine Freundin, sie ja Teil der Community ist, hat gesagt, dass ich die Musik sehr schön finden werde. So, ich, ist das jetzt mein Schatz? Bist du eigentlich auch noch was? Justus giert hier schon die ganze Zeit. So kann das sein? Ja, ist der einzige, ich hasse Fisch. Du bist der einzige Fisch, den ich mag, wenn er so zubereitet ist. Aber wolltest du ein Stück abhaben, ne? Justus hat nämlich eigentlich auch gar keine Lust auf Burger. Aber, also du sollst erst mal essen. Und die Reste esse ich dann. Ich habe heute Mittag ja schon gegessen. Sag mal, ein Pickel hast du? Oh, dann gucke ich mir den Pickel gleich mal an. Federlamm, ist doch nur Mückenstich. Wieder in Leben gerettet. Ja, kann ich machen, aber erst fertig machen da oben. Sehr lecker. Aber du sollst duschen. Genau. Wir machen jetzt Badezeit. Und dazu gehört immer... Oh, siehst ja gar nichts. Maske. Ach nee. Oh. Das gehört dazu. Ich bin schon blutig genug. Okay, also ich schau mal, was ich hier so habe. Das Badezimmer ist ein bisschen zerbombt. Hier liegen auch Kuscheltiere rum. Also die Kinder machen das immer hier ganz gerne. Ein bisschen unordentlich, aber das macht nichts. Also ich suche gerade aus, dass wir uns jetzt ins... Justus, kommst du? Er will sich wieder davon stehen. Also die... Achso, die haben wir ja gerade, oder habe ich ja gerade erst besorgt. Wollen wir das machen, Justus? Oder wollen wir andere Masken machen? Ach, diese Bubble waren auch ganz gut, ne? Hast du Lust? Nee, die war nicht so gut für mich. Da war irgendwas weniger Bubble, mehr Avocado. Avocado habe ich nicht. Ich glaube, das gibt's. Ah, hier ist noch eine Avocado. Willst du die haben? Jo. Welche nehme ich denn? Genau das meine ich. Ich muss nämlich wirklich von jeder Maske mal zwei kaufen, sonst nimmt sich der Justus das einfach und dann habe ich nichts. Also was ich auch total gerne mag, sind solche Augenpads. Die kennst du, glaube ich, auch schon. Die habe ich dir auch schon mal gezeigt, ne? Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber so kann man sich die dann so unters Auge machen. Ich habe das aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Also eigentlich wollte ich das jeden Tag machen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich putze mich schon mal die Zähne, gell? Wollen wir nicht gleich noch was naschen, Justus? Nee, ich habe keinen Hunger mehr. Keinen Hunger? Ich dachte, ich mache mir diese Tangyuan, die ich mir gerade gekauft habe im Asiamarkt. Aber eigentlich bin ich auch schon total müde. Also, ich glaube nicht. Ach so, da ist doch noch so ein Badmann von den Kindern. Na gut, dann sucht jetzt zumindest auch noch Badesalz aus. Was sind der anderen? Irgendwas, das schaumig ist. Nicht so salzig. Ah ja, Justus mag lieber schaumig. Ich mag lieber Salz und weniger Schaum. Ach, guck mal. Hier muss ich auch mal wieder nachrüsten. Ist nicht mehr so voll mit den Badesalzen. Ich glaube, ich habe hier nur Salze drin. Gar nicht so Schaum. Aber du kannst ja was aussuchen hier, Justus. Ohne Schaum mit Schaum. Wir gucken. Lichterglanz. Fliegebad mit traumhaften magischen Duft. Ausgleichen. Ausgleichen. Sonst nimm so was hier für die Kinder. Schaumbad. Schaumbad. Mit Drache. Ja. Sternstundenbad. Das war der Drache. Nimm doch jetzt einfach den Drache. Ich nehme den Drache für Elisa. Das muss doch hier ausgleichen. Ich muss jetzt ausgleichen. Okay, dann nimm das Ausgleichende. Mach aber nur Macadamia muss nur die Hälfte rein, ja? Sonst ist das zu viel. Und das schäumt ja eh nicht. Ach Gott, guck mal, was ich gerade gefunden habe. Das ist schon ewig lange her, als ich das gekauft habe. Ich wollte das mal ausprobieren. Das sollen wir das mal ausprobieren? Warum nicht? Rainbow-Haare. Hast du nicht gerade eben rote Haare hast du umfärben lassen? Ja, das war nicht gut, ne? Aber ich hatte das, glaube ich, für dich gekauft. Nein. Nein, danke. Farbintensiv. Sehr gut. Wir haben uns schon fertig gemacht. Oh, ist das schön. Ich liebe es zu baden. Gerade heute, weil mir so kalt gewesen ist noch, hat das so gut getan. Und jetzt trinke ich noch ein kaltes Wasser. Okay. Dankeschön. Kissen. Jetzt machen wir unseren Filmabend wieder. Justus ist auch hübsch. Zeig mal. Oh, ich habe ganz viel Gesichtspflege jetzt drauf. Deshalb glänze ich natürlich ganz viel. Ich liebe das. Ich habe nicht so viel Gesichtspflege drauf. Deshalb glänze ich nicht so doll. Obwohl ich Justus ja meine Gesichtspflege gegeben habe. Also er muss eigentlich meine Gesichtspflegeroutine übernehmen. Aber irgendwie vergisst er das immer. Komisch. Ja, aber ich kriege auch keine Falten. Dann brauche ich die auch nicht.
So, okay. Ich bin so müde. Willst du echt noch eine Serie gucken? Ich könnte jetzt am liebsten auch schon direkt ins Bett. Noch eine Folge noch. Justus ist spannend. Süchtig. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das Ding hat. Wahrscheinlich auch nur 8. Mhm. Tja. Nur noch 2. Oh, das geht aber schnell vorbei. Na gut, wir sind müde. Ich glaube, wir verabschieden uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.